Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Schön, dass Sie dabei sind. Heute machen wir was? Livanze. Wie heisst das? Livanze. Was ist denn das? Das ist eine österreichische Spezialität. Eine österreichische Spezialität? Aber im Winter können wir eine österreichische Spezialität machen, in der Schweiz, wo so links und rechts im Tor rumpfeifen. Nein, ich nicht. Ich sicher nicht. Das kannst du allein machen. Wir machen gleich mal unser Dessert heute und das sind die Zutaten von heute. Startet mit einem Hefeteig und da brauche ich zuerst den Vorteig. Dann habe ich Mulde drin gemacht ins Mehl, den Hefe drin, Zucker, Milch, das etwas verrührt und eine Viertelstunde stehen, bis schön schäumelt. Das sehe ich jetzt prima und jetzt geht es weiter. Was ist jetzt wieder? Okay, was ist los? Und mach weiter noch mit deiner österreichischen Spezialität. Also, dann habe ich Zitronen reinraspeln. Hier in dieser Pfanne habe ich einen Esslöffel Butter geschmolzen und den Kilo abkühlen. Dann Vanillezucker, der reinkommt. Eine Prise Salz. Dann den Magerquark. Hier brauche ich nur einen Teil, weil einen Teil brauche ich noch später. Und dann noch ein Bio-Ei. Das ist ja schon komisch, dass wir für eine österreichische Spezialität Schweizer Produkt braucht. Und die kannst du auch zünftig kaufen. Genau. Und jetzt kommt die Flüssigkeit hier in diesen Teig rein und ganz gut verrühren. Von der Konsistenz her ist der Spätzli-Teig, der Hefeteig, den lasse ich jetzt stehen, zudecken und während einer Stunde aufgehen. René, ich habe dir noch eine Arbe. Könntest du mir noch helfen? Ja, klar. Ich könnte zum Beispiel Zwiebeln schneiden. Zwiebeln und heute versüttigen Dessert. Wir machen weiter mit unserer Mohnsauce. Da habe ich Milch aufgekocht und dann habe ich hier den Mohn schön vermörsert. Der kommt jetzt rein. Dann die Rosinen rein. Rosinen. Und dann noch ein bisschen Zucker. So. Gut verrühren. Dann koche ich das aufkochen. Wenn es aufgekocht ist, koche ich es dann zudecken und anschließend 10 Minuten stehen. Jetzt kommt mir gerade noch einer in den Sinn. Es sind mal 4 Österreicher im Zweier, die das Loch ab. René, ich bin wieder parat. Susanne auch wieder parat. Mit einem vorbereiteten Livanzenteig habe ich jetzt bereits ausgebraten. Es sollte einen Esslöffel voll in die Bratpfanne geben, der so schön beschichtet ist. Auf jeder Seite 5 Minuten, bis sie schön goldbraun sind. Jetzt kann ich noch mal schon wegen meiner 4 Bobfahrer, wegen dem Witz noch mal. Nein, ja. René, hol bitte die Livanzen aus dem Backofen. Wir machen weiter mit der Mohnsauce, die ist nämlich schon fertig. Ich habe noch den Magerquark drin, die Zitronenschale und das alles noch mit dem Rest verrührt. Und jetzt geht es anrichten. Nein. Hey, du, Susanne, ist dir gleich, wenn wir heute kein österreichisches Gebäck haben? Nein, ehrlich, René. Nur Spass gewesen, ist alles parat. Schön. Soll ich das anrichten? Ja, gern. 5 Stück. 5? Ja. Die schmecken sowieso am besten, wenn sie warm sind, wenn sie schon gebraten sind. Die schmecken sogar hervorragend. Und wenn Sie nicht so gerne Mohn haben oder Rosinen, kann man sehr gut einfach das mit der Aprikose machen, anstelle von Mohn und der Rosinen. So, drauf. Wunderbar. Und ich würde sagen, das fehlt noch, weil es ist nämlich gleich eine Schweizer Spezialität. Es schmeckt nämlich fein. Es ist und bleibt eine österreichische Spezialität. Und das Rezept können Sie nachlesen in der GoP-Zeitung oder im Internet. Für einmal kommen wir im GoP-Studio zu einem ernsteren Thema. Rund 10% der Schweizer Bevölkerung lebt unter der Armutsgrenze. Ein Viertel davon sind Kinder und Jugendliche. Schweizer Tafeln und Tischlein Deck Dich holen mit freiwilligen Helfern vom Verkaufsdatum her abgelaufene, aber einwandfreie Lebensmittel ab und verteilen sie an soziale Einrichtungen oder direkt an bedürftige Personen. Tonnen von Brot, Joghurt, Früchte oder Gemüse werden zwar gespendet, das Verteilen aber kostet Geld. Coop unterstützt die beiden Organisationen Schweizer Tafeln und Tischlein Deck Dich mit je einem namhaften Betrag und hilft somit, die wachsende Armut in der Schweiz in Grenzen zu halten. Mit der Hilfe von Coop können die beiden Organisationen ihre gemeinnützigen Dienste ausbauen und auf weitere Gebiete der Schweiz ausdehnen. Immer mehr Markenartikel und Coop-Eigenmarken werden dauerhaft günstiger. Ab sofort gibt es Preisabschläge auf 300 Artikel. 3 davon sehen Sie jetzt. Lipton Iced Tea Lemon ist 14% günstiger.
Ariel Compact ist 15% günstiger und Twix sogar 18% günstiger geworden. Also, zwei österreichische Bobfahrer sind Bob und Ram. Du, am China schmeckt es dir auch gleich. Schönen Abend, wiedersehen miteinander.